Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 8. September 2023. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, für diejenigen, die nur freitags auf diesem Kanal dabei sind, immer freitags die Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht, montags bis donnerstags das Tageshoroskop auf dem anderen Kanal Sternzeichen. Nett. Ja, wo stehen wir hier aktuell? Ja, die Sonne ist inzwischen hier im 16. Grad der Jungfrau. Das heißt, wir sind bereits in die zweite Hälfte der Jungfrau eingetreten. Das letzte Sommerzeichen, ein Erdzeichen, ein bewegliches Erdzeichen. Und in circa 14 Tagen werden wir das Ende der Jungfrau erreicht haben. Und dann kommt die Tag- und Nachtgleiche zum Herbst. Und dann werden die Nächte länger als die Tage. Der Herbst beginnt, aber bis dahin haben wir noch 2 Wochen in der Jungfrau, die dafür genutzt werden sollten, zum einen die Dinge zu ordnen, die gewesen sind, und zum anderen das vorzubereiten, was kommt. Also die Ernte einzuholen, könnte man klassisch sagen, und Vorräte anzulegen für den Winter. Die Sonne steht hier dicht beim Merkur. Merkur und Sonne hatten vor 2 Tagen eine Konjunktion. Merkur ist rückläufig, genauso wie zurzeit alle äußeren Planeten ab Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto und Chiron sind allesamt rückläufig. Wir sind in der kollektiven rückwärts gerichteten Phase, wo es eben darum geht, nachzuschauen, was können wir korrigieren, als die ganzen Planeten zuerst über diese gerade gelaufen sind, wo können wir Verbesserungen vornehmen, ne, sich also besinnen und Korrekturen im individuellen, aber auch im kollektiven Leben vorzunehmen. Von den persönlichen Planeten waren Merkur und Venus auch rückläufig, Venus inzwischen wieder direktläufig und Venus kommt jetzt auch langsam wieder in Tritt. Sie ist immer noch im 13. Grad des Löwen, wo ihre Richtung gewechselt hat. Kommt aber hier im Löwen allmählich wieder in Tritt. Wie gesagt, Merkur und Sonne entfernen sich jetzt voneinander. Merkur ist noch rückläufig. Er wird nächsten Freitag, also am 15., dem Tag des Neumondes, wird abends Merkur auch wieder direktläufig. Wir haben ihn also jetzt noch gut eine Woche rückläufig. Rückläufiger Merkur kann immer wieder Missverständnisse in der Kommunikation nach sich ziehen. Oftmals liegen uns nicht alle Informationen vor und wenn wir nicht alle Informationen haben, dann fangen wir an zu spekulieren. Und Spekulation ist nicht die Wahrheit. Ne? Beispielsweise haben wir einen Urlaub vor und wir spekulieren, wie dann wohl das Wetter sein wird. Wir wissen es aber schlichtweg nicht. Und so können wir halt in alle Richtungen denken. Und oftmals halten wir aber unsere Gedanken für Wirklichkeit, für Realität. Was sie aber nicht sind, sie sind immer nur eine Abbildung, eine Beschreibung dessen. Ja, so ein bisschen die Grundlage. Der Mond als Tagesanzeiger der Energien, dieser Mond läuft hier, wie wir sehen können, auf die Sonne zu. Beide treffen sich kommenden Freitag in der Jungfrau und markieren dann auch so ein bisschen mit dem Neumond so ein bisschen das Ende des Sommers und der Beginn des Herbstes, auch wenn es dann noch nicht ganz so weit ist. Und heute Morgen um 7 Uhr, also kurz bevor ich dieses Video aufnehme, ist der Mond aus den Zwillingen, wo er die letzten 2,5 Tage war, ins Zeichen Krebs gewechselt. Der Krebs traditionell das Heimatzeichen des Mondes. Man kann jedem Planeten ein oder zwei Zeichen zuordnen, wo das Zeichen und der Planet so eine innere Verwandtschaft haben. Und Mond und Krebs haben diese innere Verwandtschaft. Das heißt, wenn der Mond jeden Monat 2 bis 3 Tage durch den Krebs läuft, dann läuft er quasi durch sein eigenes Zeichen. Dann sind die Emotionen halt besonders dicht oder stark oder viel. Und der Mond wird bis zum Sonntagabend um 18:36 Uhr geht es in den Löwen, wird der Mond also fast das gesamte Wochenende jetzt im Krebs verbringen. Was bedeutet das, Abnehmen der Mond im Krebs? Ja, das bedeutet, dass auf jeden Fall nach der Zeit mit dem Mond in den Zwillingen und der starken Merkurpräsenz in den letzten Tagen jetzt die Emotionen, die Gefühle wieder so ein bisschen die Hauptrolle übernehmen und so ein bisschen
das Mentale ein bisschen zur Seite drängen. Also die Gefühle spielen eine größere Rolle und unsere Gefühle sind ja individuell, subjektiv gesehen, umso stärker, je stärker uns etwas beschäftigt. Also je stärkeren Eindruck etwas auf uns macht, sei es positiv oder negativ, umso stärker ist auch unser Gefühl und umgedreht, umso stärker unser Gefühl ist, umso stärker schauen wir auch dahin. Und in der Zeit immer mit dem Mond im Krebs können wir einmal darauf schauen, was sind eigentlich meine starken Gefühle, was sind meine schwachen Gefühle, wo habe ich eigentlich wenige? Und ist das, wo meine besonders starken Gefühle, gerade besonders natürlich bei negativen, wo meine starken Gefühle mich hinziehen, ist das eigentlich sinnvoll, sich dahin zu ziehen zu lassen? Denn im Gegensatz zu mancher Auffassung so in der Esoterik, ist es nicht unbedingt so, dass jedes Gefühl immer in Anführungszeichen richtig ist oder dass wir ihm immer folgen sollten, sondern Gefühle sind letztlich nichts anderes als die Gewichtung, die Bewertung dessen, was wir wahrnehmen. Und zur Wahrnehmung gehört eben Sehen, Hören, Tasten, Schmecken und Riechen. Und das prägt unser Gefühl ein. Dazu kommt, dass der Mond eben als Tagesanzeiger der Energien auch immer so bestimmte Bedürfnisse symbolisiert. Und beim Krebs ist es so, dieses Bedürfnis, man könnte es vielleicht so beschreiben, das Bedürfnis des, ich will jetzt auch mal irgendwo ankommen. Ich suche meine Heimat, ich suche mein Zuhause, ne, wie ja Stefanie Stahl in einem bekannten Buch sogar geschrieben hat oder als Titel sogar geschrieben hat. Das innere Kind will Heimat finden. Und das ist eigentlich eine schöne Beschreibung für den Mond an sich. Und das ist noch verstärkt mit dem Mond im Krebs. Also ein besonderes Augenmerk liegt dann immer darauf, wie wir wohnen, wie wir leben und wie wir uns damit wohlfühlen. Das beginnt mit unserer ersten Wohnung. Das ist unser Körper, den wir ja bewohnen. Wie wohl fühle ich mich in meinem Körper und was kann ich beispielsweise auch aktiv tun, sollte ich mich nicht so wohl in ihm fühlen, um dieses Gefühl zu verbessern. Und dann erweitert sich der Kreis. Wie wohl fühle ich mich in der Wohnung oder in dem Zimmer oder in dem Haus, in dem ich lebe, in dem Landkreis, in dem Dorf, in der Stadt, in dem Land und so weiter und so weiter. Wie wohl fühle ich mich überhaupt auf der Erde? Und was fehlt mir subjektiv dazu, mich noch wohler in mir, in meinem Leben zu fühlen. Das sind beim Krebs oft so diese klassischen Dinge: Partner, Familie, Kinder, Haus im Grün, Haustier und so weiter, also diese klassischen Bilder. So, und wir müssen für uns eben schauen dann auch, ob diese Bilder wirklich unsere sind. Also ist es wirklich mein Wunsch, so und so zu leben? Oder sind das vielleicht Wünsche meiner Eltern oder Wünsche als Kind, die ich so aufgeschnappt habe, die sich so als Prägung, als Programme festgesetzt haben? Na, also das kann man immer so ein bisschen auch schauen. Grundsätzlich aber mit Mond im Krebs, die Neigung, die Dinge emotional zu nehmen, erhöht und da ein rückläufiger Merkur gern auch zu kommunikativen Schwierigkeiten einlädt, müssen wir aufpassen, dass wir nicht aufgrund von Emotionen in Streit oder unnötige Auseinandersetzung kommen. Die Sonne ist heute aus der Jungfrau, macht sie heute Mittag das Trigon zu Jupiter im Stier, ein Aspekt der Fülle. Jupiter ja der Planet der Sinngebung, des Glücks, der Möglichkeiten, die sich dann heute über Tag zeigen können, die wir dann nutzen müssen. Sicherlich auch ein Tag, ich habe es mit dem Mond ja eben angedeutet, wo man auch mal über die tiefere Sinnhaftigkeit, überhaupt den Sinn seines Lebens sprechen oder nachdenken sollte. Ja, und am Sonntagabend dann 18:36 Uhr wechselt der Mond in den Löwen. Das heißt, der Sonntagabend vielleicht der Impuls zu sagen, wir gehen noch mal raus. Der Löwe, ja, das Zeichen, er ist extrovertiert gegen den Krebs. Ich gehe noch mal raus, ich mache noch mal was. Ne, ich verlasse jetzt mein Nest, meinen Kokon, meinen Krebskokon. Für den Sonntagabend wäre das dann geeignet. Und so beginnt dann auch die neue Woche mit dem Mond, mit dem abnehmenden Mond im Löwen und der dann in der Woche bevorstehende Neumond. Ansonsten am Wochenende wenige dramatische Aspekte, also diese Zeit hier in der ersten Septemberhälfte, ich habe es auch im Monatshoroskop September ja beschrieben, wo alles ein bisschen ruhiger ist, wo wir mal Luft holen können, wo die Rückläufigkeit der Planeten uns einlädt, die Dinge zu reflektieren. Das setzt sich noch fort
Und mal sehen, was nächste Woche bringt. Aber dann bin ich wieder für euch da auf dem anderen Kanal. Ich wünsche allen, die meine Videos sehen und auch allen anderen natürlich einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann Montag wieder. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.